denn die fliegen von Süden nach Norden schneller. Oh, das war jetzt eine schöne Überleitung. Als in die andere Richtung. Sorry, aber ich habe dich jetzt überredet. Ja, also Zugvögel fliegen von Süden nach Norden schneller als in die andere Richtung. Liegt das am Wind? Oder an der... An der Paarungs-Dingszeug. Die müssen vielleicht in eine Richtung noch ein bisschen ficken, dass sie dann Eier legen können. Weiß ich nicht. Oder vielleicht liegt es auch an der Erddrehung, Teil da. Wobei so wenig dreht die sich gar nicht, wie man es immer denkt. Nee. Also ich ja auch alle gelesen, Häuser man, nach drüben verschoben werden. Und dass so man irgendwie... Also ich weiß, es halt ein Flugzeug, wird ja angegriffen. Also habe ich das gelesen, dass man... ja. Ja, natürlich. Wenn man von hier jetzt in Urlaub fliegt, und keine Ahnung, Spanien oder so, schneller da ist, schneller hinfliegt als so zurück. Gut und, ich oder kann was anderes. Und, kein ich könnte auch an der Zeitverschiebung fliegen. Müsst ihr auch mal bedenken. Ja. Sicher. Meine Ari ist übrigens da oben gefangen. Jetzt weiß nicht, wie die da rauskommen will. Freunde, kommt zu mir. Bock auf Schokolade? Ja. Wenn ihr es für richtig haltet. Schokolade. Ausbau abgeschlossen. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Wie ihr wollt. Streitet furchtlos. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wunderbar. Da steht sie schon. Keine Angst, ich verstehe was davon. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe wieder irgendwo einen Turm hingebaut. Ich bin fertig. Fast. Ich hab getan, was ihr wollt. Ich bin fertig. Ja. So. Wie lange braucht denn das noch? Nicht mehr so lang. Dann kann ich ja schon mal alles vorbereiten. Ja, ist gut. Forschung abgeschlossen. Ausbau vollbracht. Aber gern. Das ist wirklich. Sicher das. Was ist das nur um die Kathedrale zu bauen? Ich weiß nicht, ob ich da eine Kirche bauen muss. Also wenn ich darüber würde ich gleich mal sagen, fick dich. So. Ja, du musst hier das Wetter ändern, damit du da auf die scheiß Insel kommst. Das kann ich nicht sein, so Gottes Dienst wollen. Das ist nicht meine Lage, für dich eine Brücke dahin zu bauen. Aber ich glaube, ich würde sogar mal gucken wollen, was da drin ist. Generell ist das ziemlich... Also es gibt ja da noch so Erweiterungen. Oh, ich weiß aber nicht, ob ich die letzten Blenden werde. Die sind auch schwierig. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich jetzt irgendwann. Ein Ingenieur beginnt mit der Arbeit. Nehmen wir uns die vielleicht vor. Genau. Aber in der nächsten Zeit. Ja, und auf jeden Fall, dann kann man da auch... Das sind ein paar Sachen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Kann ich sowas Gut. Ja, weil das ist ja generell ein bisschen unlogisch, dass die jetzt so viel Rohstoffe für so einen scheiß Wetterturm und Wetterkraftwerke ausgeben, bevor sie einfach eine Brücke bauen. Und mal ein paar Holzplanken brauchen. Ich glaube, scheiße teuer die Brücken, aber da braucht man, also ich weiß nicht, 1 Million Steine oder so. Da braucht man fertig, echt Meister! Ich gebe mein Bestes. Okay, hab ich. Effekt. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wenn ich das mal so sagen darf. Was? Also du gammelst die ganze Zeit auf der gleichen Seite, oder? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Das wusste ich nicht. 2011 verbot Neuseeland Adolf Hitler und Lucifer als Kindernamen. Ja, verstehe ich. Aber wieso erst 2011? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Das ist tatsächlich etwas seltsam. Ja. Ich zoome hier immer hin, weil ich so ein bisschen die Texturen angucke. Die sind teilweise gar nicht so schlecht, aber wenn sie zoomen, sind sie doch scheiße. Soda-Brücken sind Brücken, die funktionslos und nicht nutzbar einfach nur so dastehen. Was ein Fakt, Alter. Ja, habt ihr schon mal das Wort Soda-Brücke gehört? Hey du alte Soda-Brücke. Hier noch irgendwas zum Ausbauen. Oh, ich kann meine... Oh, ich kann meine... Ich weiß nicht, wie sie heißen, ausbauen.
meine, ich weiß nicht, wie sie heißen. Schmiede. Applaus. Nee, die hier, die heißt Ziegelhütte. Ihr verfügt nun über das noch Wissen eine über eine neue Technologie. Das ist skandalös. Weil ich's drauf hab, kann ich mal. Eine neue Technologie. Ich mache mal Taktiken. Und auf was warte ich? Ach, ich warte auf den Wintereinbruch. Genau, ihr Leibeigenen hier. Ausbau vollbracht. Los. Aber gern. Küsst euch sofort hierher und Pogrim bitte auch. Ja? Ihr habt denn, nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Das Gebäude ist ausgebaut. Der amerikanische Feinde Präsident eure Häuser an. Hat hier nicht mal, warte, war hier nicht mal ein Zaun. Ach nee. Jupp. Ja. Ausbau. Der amerikanische Präsident hat in seiner persönlichen Limousine den Biest stets Blutkonserven dabei. Das kann kein Ungläubiger messen. Wofür? Meinen Verbündeten mal, soll nichts geschehen. Falle eines Anschlags. Dass der sich dann ja, dass der eigentlich verblutet und so. Hallo Akbar! Könnte ich mir vorstellen, aber ich... Ja, das wird da nicht... Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre einfach kein... Ja, eh kein guter Präsident. Weißt du ja nicht, du warst ja noch nie Präsident. Ja, aber ich stelle mich nicht als Präsident. Ein Held ist in großer Gefahr. Oh, die armen Menschen unter mir dann. Auf sie! Frieden Anna, mit Gott allein mit durch Jesus Christus ist in Deutschland ein zugelassener Vorname. Was? Ja. Da wollte ich mich ja. Ich werde mich darum sorgen, bei Kalif, wenn ich Hitler heiße. Das können sie doch nicht machen. Nochmal, wie genau? Frieden mit Gott allein durch Jesus Christus. Allein der Vorname. Ach, das ist nur ein Vorname. Das ist der Vorname. Ja, ist gut. Aber gern. Alter, ich hab Winter gemacht. Natürlich. Wird's da jetzt bald mal Winter? Aber ich glaube, den Fact hatten wir schon. Okay, jetzt kommen wir bei den Alten raus. Dann solltest du wieder die Säcke schicken. Schnee bedeckt. Weil hier kommt wieder der Fact. Die Sturmszene im Film Sonnensturm konnte wegen Sturm nicht gedreht werden. Ja, doch, die kenne ich schon. Ach, die kam, hatten wir ich hoffe, wir wiederholen uns da nicht. Ja. Aber jetzt bin ich mir sicher, jetzt kommen die, wo wir schon hatten. Ja, dann. Ja, da kommt halt jeden Tag so ein Fact raus. Wird erledigt. Ja, das mag sein. Und dann wäre es nicht so schlau, wenn wir die nochmal vorlesen. Ja. Also, wir fanden sie so toll, dass wir sie nochmal bringen müssen. Wie? Ich verstehe eh die Hälfte nicht, du musst gleich nochmal nachfragen. So, ihr Leibeigenen hier, ihr baut mir jetzt hier eine Kampfhütte. Du Leibeigenen? Gerade. Ja, ich habe Leibeigenen. Sicher da. Wir sind fähig. Jupp. Schokolade. Also ihr habt jetzt auch Schokolade. Stimmt, wir haben euch ja gesagt, ich habe auch Schokolade. Und ihr mögt doch keine Schokolade, das kann ja auch sein. Früher scheint Laktose intolerant. Ein Held ist in großer Gefahr. Wobei, das ist ja auch fies. Ah, ich habe euch erwartet. Letzte Nacht. Letzte Nacht, da hatte ich einen Traum. Oh, der hat von uns geträumt. Ich sah ein einstmals stolzes Volk, friedvoll und dem rechtmäßigen König treu ergeben. Dann zogen dunkle Wolken auf. Und der dunkle Herrscher mit seinen Horden stürmte das Land. Er trieb die Menschen tief hinein in das Tal der Verzweiflung, wo sie sich ihm in einer letzten großen Schlacht stellten. Doch der Feind war zu stark, seine Übermacht zu groß. Alle wurden bis auf jene wenigen, die dann in den Schluchten und Gletschern der Berge ums Leben kamen. Dort, an jenem Ort, da die letzte Bastion gestürmt war, fiel dem dunklen Lord einer der Kristalle der Macht in die Hände. Dort, Herr,
Dort, in diesem dunklen Tal. Dort müsst ihr ihn suchen. Einer eurer Helden. Das hört sich ja ganz und gar nicht gut an. Feinde greifen ihn an. Der Sieg wird unser sein! Ari liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Tun wir erstmal gar nichts. Der Sieg wird unser sein! Und spielen einfach weiter. Vorsicht, Kameraden! So, das hat jetzt aber so viele Leute nicht ich kann. Das war sehr eure gut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, Pilgrim, du sprengst mir bitte das hier noch voll rein. Achtung! Dann kannst du hier gleich machen. Und ich muss tatsächlich ausbauen. Wundert mich tatsächlich sogar. Ich dachte, ich wenn es denn sein muss. Wird erledigt. Feinde haben einen Held attackiert. Nichts lieber als das. Aber hier, das geht ganz schön ab. Wo sind meine ganzen Truppen? Sind jetzt alle tot? Nö. Jawohl. Sehr gut. Bin auch fertig. Also hier. Wie ihr wünscht. Und hier, ihr baut mir eine dazu. Eine Herzlinie. Ja. Leid. Schöne Grafik. Der Kartenrand ist nicht schön. Nee, dann schon gar nicht. Oh, ich weiß noch. Ich habe das Spiel ja damals auf meinem 98er war das damals noch, also Windows 98, gespielt. Und damals hatte ich Probleme bei den späteren Missionen, weil ich bin nicht weitergekommen, da eine Zeit lang, weil... Ihr werdet es nicht glauben. Oh, scheiße, ich bin in die Bücherei. Weil es so gelaggt hat. Aber immer noch, wenn es geregnet oder geschneit. Man hat nämlich bei den späteren Missionen überall Schnee gebraucht, also halt Winter. Und wenn es schneit oder geregnet hat, dann hat es so gelegt, dass ich nicht mehr spielen. Oder es ging, man konnte spielen, aber es war schon, naja. Heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr aushalten, damals ging es, ich kann es ja nicht anders. Aber es war schon nicht so schön. Aber naja. Ja, was ja ganz cool ist, das Let's Play war auch nicht unser erstes Let's Play auf dem Kanal. Ja, es war wirklich das allererste, es läuft immer noch, weil wir so inkompetent sind und das Ding nie weitermachen. Sag mal, inkompetent? Ich bin ja erst seit den letzten Parts dabei. Der Tag ist ja eigentlich dein Let's Play. Also ja, ja, das stimmt. Aber es ist einfach auch ein bisschen schwierig zu Let's Playen. Ja, das stimmt. Okay, bei mir bei Lego Insel war es ja genauso, nur dass ich... Nein, nur dass das ein Spiel ist, das nicht schwer zu Let's Playen ist, sondern das war ein richtig geiles Spiel für ein erstes Projekt und du hast es halt... Ausbau naja, abgeschlossen. Du hast scheiße Pärchen, hast fünfmal... Ja, ich konnte ja, ich konnte ja eigentlich gar nichts dafür. Ja. Ich konnte nicht so es gut. Gibt zu wenig Bits. Also, ehrlich gesagt, schon ein Stück weit, aber... Aber der will auch schon so oft Siedler sehen. Aber das Let's Play hat mit Schlumpfstimme gestartet und dann nicht. Ja, bei mir ist es ja noch schlimmer. Ich werde ja immer älter und es ist ja auch mit Schlumpfstimme gestartet. Ich meinte ja das. Achso, ja. Ich glaube, ich würde mir die ersten Parts, die sind ja grafisch hochwertiger. Da habe ich ja noch Full HD hochgeladen, aber naja. Aber hier habe ich jetzt, kann man hier mal in die Optionen gucken? Nee, kann man hier nicht. Alles auf hoch. Das wäre übrigens... Ja, das ist, dann sieht man auch die Leibwagen, wenn sie hinter dem Gebäude stehen, so ist das blau dann angezeigt, ja. Das nicht. Der Sommergebäude steht kurz vor der Tür. Nee, nicht das Baum Gebäude wird durchsichtig, aber man, der wird dann so blau und dann sieht man den halt. Ja. Man kann hier doch irgendwie auf F. Ja, man kann, es gibt für alles hier Tastenkombinationen. Ja, das wären jetzt aber F1 bis F5 sind ja unten. Oh, ich habe das Spiel mal gespeichert. Okay, aber jetzt lass das, sonst brichst du es noch ab. Das wäre schrecklich. Ich dachte nicht gerade... Aber du hast ja jetzt gespeichert, zu schlimm. Ich habe nicht gerade gedacht, das Spiel hat sich dann so aufgehangen gerade fast. Also, es wird war halt... Ich ist halt stehen geblieben und ich hätte dich ich habe gerade schon Panik gekriegt. Aber du hast ja gesichert, nicht? Ja. Sonst was. Ja, dann machen wir mal hier... Wir machen es nicht. Eure Arbeit. Jetzt fangen den also ich glaube, wir nehmen es dann schon fast 2 Stunden auf, dass wir das alles im Satz kriegen. Ja, oder hast du schon drin mal gespeichert? Ja, habe. Ah, okay, gut. Er hat dich da angegriffen. Weißt du noch? Nö. Okay. Na, jetzt müssen wir halt immer warten. Ich
Geschick geht's einfach knallhart auf. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Aber gern. Und was ich auch mache, wo habe ich denn meine. Wo ist mein Schießstand? So, nur hier drin, ja. Ich mach das jetzt. Und dann. Ich habe nämlich Geld wie Santa Maria. Und dann habe ich Holz für die Typis und. Einer eurer Helden steckt in Schuss. Scheiße, komm her. Komm her. Feinde greifen ihn an. Vorsicht, Kameraden! Pilgrim ist am Ende seiner Kräfte und sagt zu wenig. Ich hab's Pilgrim vergessen. Naja. Ja, und Siedler war halt auch so ein Spiel. Hat meine Eltern früher noch nicht dagegen, wenn ich das spielte. Ach, das war das so. Du sagtest so, erzähl du mal. Eureka! Wie wir zu diesem Siedler kamen. Ach so, also ja, wir kannten halt, also ich hatte noch gar nichts mit Siedler am Hut. Ich kannte halt das alte so. Das hast du Siedler, das ist glaube 5, also kannte ich 4 oder so. Ich glaube 4 habe ich sogar daheim. Ja. Und das war jetzt ja jetzt wirklich noch nicht so. Also grafisch nicht so, weil ich sagte so, ich bin schon unterwegs. Und es war eigentlich nicht pixelig, aber es war halt noch so recht wirklich kindlich. Es war einfach gehalten. Und was die Grafik war, würde ich echt als kindlich bezeichnen. Das ist Erik schon war unterlegen und ist ja alles und immer laufen. Bots, Mecca und Medina, natürlich. Ich weiß, ich habe das 4 jetzt gar nicht. Wunsch, ich habe hab erst Siedler 2, die Gold Edition. Und da ist es wirklich so richtig kindlich. Ja, und auf jeden Fall habe ich das dann mal aus so einer Fischerei ausgeliehen. Und er sagt dazu, boah, bin dann zu Haber, ich habe Siedler, wollen wir mal zocken und Haber dann so, ach nee, das ist so scheiße. Weil ich bin da eh nie weitergekommen, also ich hab Siedler 4 und ich konnte das nicht, ich bin da schlecht. Was weiß ich. Ja, und dann sind wir dann irgendwann doch zu mir und haben das mal gezockt. Aber, und ich war ganz hin und weg. Ich finde ja auch geil an dem Spiel, man kann überall Gebäude bauen. Man hat da keine so eine scheiß Begrenzung. Ja. Man kann wirklich überall Gebäude bauen, weil da muss man noch immer seine Gebiete so abstecken, gell? Ja, irgendwie so, ja. War halt voll scheiße. Also ich sag jetzt nicht, dass das Spiel schlecht ist, aber mir hat es halt nicht so gefallen. Ja, und so sind wir dann zu Siedler gekommen. Ich muss das Spiel, natürlich irgendwann wieder abgeben. Da haben wir lang keinen Siedler. Aber dann hatten wir so eine Green Pepper Edition für 8 Euro im Media Markt. Hat sich dann Habakuk gekauft. Genau. Ich wollte es eigentlich zweimal kaufen, aber ich wusste nicht, ob es Nico will oder nicht. Ja, und dann habe ich mir das 2 Monate später dann auch gekauft, zusammen mit meiner Siedler 2 Gold Edition, die ich noch nie gespielt habe. Cool, cool, guck dir mal das an. von oben sieht es ja nicht schlecht. Dann haben wir eigentlich, damals durften wir noch so eine halbe Stunde täglich durfte vor dem PC. Genau, und dann sind wir erst so zu mir, also es war Winter und da konntest du nicht so viel machen, wir waren halt erst beim Schlittenfahren oder so und dann sind wir erstmal zu mir, haben uns ein bisschen aufgewärmt, Kakao getrunken und dann vor dem PC gehockt und Siedler gezockt und dann haben wir den Rest des Tages Pläne geschmiedet, was wir alles Gutes machen könnten und dann sind wir abends noch zu Nico und haben da noch bei ihm eine halbe Stunde gezockt. Also zusammengefasst, wir sind bei mir eine halbe Stunde vor dem PC und sind dann zu ihm zusammen eine halbe Stunde vor dem PC. Genau. Und hatten wir dann eine Stunde. Das ist Zahltag. Ja. Und das war eigentlich ziemlich cool, vor allem wie lustig wir es immer hatten. Wir haben da Pläne gemacht, wie dafür wir angreifen, so genau Leute richtig von vorne, Leute von hinten, also so die ganze Stadt umkreisen. Dann hat es eh nicht dann, funktioniert. Dann, sind wir dann waren wir viel zu voll enttäuscht, weil wir gar nicht so viel Truppen gebraucht haben. Ja, weil die Gegner gar nicht so stark waren, wie wir uns das ausgerechnet haben, oder dass es gar nicht im Rahmen gewesen wäre, überhaupt so viele herzustellen. Gebäude, Dario. Oh, Dario. Ihr habt unserem Volk und mir große Dienste erwiesen. Wir stehen tief in eurer Schuld. Vielleicht kann ich euch noch einen wichtigen Hinweis geben, der euch eurem Schicksal näher bringen wird. Meine Tochter hat bei den Banditen ein Gespräch belauschen können. Sie hat gehört, dass Kerberos einen Teil des Orbs eures Vaters in einem schwer zugänglichen Außenposten am Rande des großen Ödlandes verwahrt. Der Weg dorthin führt euch
Bahn, 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 Bah